Und dieses Möbel? Wozu diente das eigentlich? Fragen sich seine Besitzer. Denn der erste Eindruck täuscht. Es ist. Es erfüllt halt nicht den Zweck, was es andeutet. Mhm. Es ist eigentlich eine Truhe und keine Kommode. Ja. Und die letzten 50 Jahre wurde Sommerwäsche drin aufbewahrt und Winterwäsche dann im Sommer. Irgendwas muss es sein, was es ist, genau wissen wir jetzt nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Woher kommen Sie denn und bringen uns dieses hübsche kleine Kommodenmöbel? Wir sind aus der Bamberger Gegend. Ah, ja. Und das Möbel kommt, ich weiß es nicht, aber ich habe es geerbt von meiner Mutter. Und die kam aus dem Niederbayerischen, aus der Passauer Gegend. Und mich würde eben interessieren, woher das Möbel wirklich kommt, ob es ein deutsches Möbel ist oder österreichisch. Und welchen Sinn und Zweck das Möbel hatte. Weil ein Restaurator hat einmal gesagt, es könnte ein Bischofsklo gewesen sein. Also erstmal zum Typus vorab. Es ist eine vierschiebige Kommode mit einem S-Bogenschwung, um das Furnier zur Geltung zu bringen. Das ist ein Typus, der nach Süddeutschland gehört, nicht so sehr nach München. Dann wäre auch noch Zwetschge und Mooreiche verwendet. Und diese Provenienz, die Sie genannt haben, ist ganz glaubhaft. Diese Möbel datieren in der Regel so um 1730, 40 und waren ein Grund- und Standardprogramm. Aber dieses Möbel hat Besonderheiten. Jetzt gehen wir die Sache langsam an mit den Besonderheiten. Wir drehen das Stück mal langsam. Wir sehen vorne die vier Schubfronten mit den Zugknöpfen und den Schlüsselschildern. Dann sehen wir eine Seitengliederung, ganz klassisch, ein Mittelfeld, ein Fries mit schräg gestelltem Nussbaumfurnier, das Mittelfeld mit gerade liegendem Nussbaumfurnier. Wir drehen uns jetzt nach vorne. Für uns gilt so eine Rückwand als sehr, sehr schön, weil sie ungestört ist. Fast ungestört. Das ist eine klassische Rückwand des 18. Jahrhunderts mit Holznägeln an der Seite. Und dieses Brett, das ist aus dem Hühnerstall oder aus dem Hof hinten mal draufgenagelt, weil irgendwas kaputt war. Aber der Rest ungestörter Erhaltungszustand. Geht uns immer das Herz auf. Und jetzt machen wir einfach mal eine Schublade auf. Ja, bitte. Und da passiert etwas, womit wir nicht gerechnet hatten. Jetzt haben wir hier nur einen Zugknopf in der Hand. Wir legen ihn ab, versuchen weiterhin den Schub zu öffnen und stellen fest, da stimmt was nicht. Und Sie wissen schon, was los ist, wir noch nicht. Genau. Die Zuschauer auch nicht. Ich ahne es. Tatsache, die vierschiebige Kommode hat eine Eigenheit. Von innen will ich noch gar nicht sprechen, aber was ist hier los? Was sind das für Schubfronten? Öffne auch dies. Versuche naiv zu verstehen, was passiert. Es öffnen sich zwei der Schübe. Und siehe da. Es ist ein ganz anderes Möbel als erwartet. Herr Ottermeier, helfen Sie mir. Das ist der seltene Typus, ich habe ihn noch nie gesehen, ich kenne ihn nur in der Literatur erwähnt, einer Kommode als Leibstuhl. Also man kann diese Kommode als Verwandlungsmöbel öffnen und hat dann den Sitz für einen Leibstuhl, um die Notdurft zu verrichten. Was jetzt fehlt, Gott sei Dank, ist der Einsatz mit einer Sitzfläche, einem Loch und einem Geruchsdeckel. Bitte stellen Sie sich das war damals kurios vor. Aber man hat eine. Jetzt indiskret, ich sitze auf der Toilette. Ja, die Höflinge standen rund ringsum, weil das konnte ja länger dauern und Zeit darf man nicht verstreichen lassen. Und das ist jetzt kostbar ausstaffiert mit einem, wenn ich mich nicht täusche, einem Baumwolldamast. Schersamt, der das Innen vollständig ungestört auskleidet. Und damit ist also der bischöfliche Rang angedeutet, wenn auch nicht garantiert. Das gibt dem Rang eines kulturgeschichtlich sehr bedeutenden Stückes. Ein Leibstuhl konnte man erkennen an seiner Gestalt. Hier aber nicht, was sich da drin und dadurch verbirgt. Ja, ja. Eine Frage, ist das, der Stoff innen drin, ist das noch original oder ist der irgendwann? Scheint so, das ist ein kostbarer
Ich widerspreche Ihnen mit Vorsicht. Ich habe meinen Kopf vorhin so tief reingesteckt und habe dann festgestellt, da kann ich Sie nicht mitnehmen, weil nur ich sehe in der Nachsicht, was man sehen kann. Ich wäre skeptisch, das müsste man seriös befunden. Ich halte es für möglich und solange es möglich ist, sollte man hier weiter träumen, aber gegebenenfalls müssen hier Textilrestauratoren mit anständiger wissenschaftlicher Ausbildung mal drüber gucken. Eine Frage noch, diese Bordüre, wenn Sie nochmal aufmachen, diese Bordüre, ja, diese umlaufende, ist die auch original alt und mit Silberfäden? Mit ziemlicher Sicherheit ein Lahn, nicht die hier, sondern hier vorne, hier auf der Oberkante. Und hier ist sie auch, hier glänzt sie auch. Wenn es aus der Zeit ist, sehr, sehr kostbar, außerordentlich kostbar, entspricht dem Rang dessen, der da sitzen darf. Und das und war jetzt auch stets ein Zeichen des Rangs, ob man jetzt mit einer leonischen Arbeit, also mit einer Goldbordüre so etwas einrahmt oder nicht, das machte den gesellschaftlichen Rang eines Sitzmöbels aus. Also wir liegen hier ganz hoch oben. Und jetzt prüfen wir, was könnte der Rang heute sein? Und neben dem Rang, den ich hier kulturgeschichtlich sehe, gibt es noch den Rang, den der Marktwert beschreibt. Da wäre ich sehr zurückhaltend. Im Moment sind Kommoden dieser Zeit immer für 1.000 Euro zu kriegen. Vor 10 Jahren hätte man das 5- bis 8-fache bezahlt in einem schlechten Zustand. Und die Besonderheit dieses Stücks dürfte die Verkäuflichkeit als solche nicht erhöhen. Außer ein Museum interessiert sich dafür, dass den Rang der kulturgeschichtlichen Dokumentation, die in dem Stück liegt, auch noch mit berücksichtigt. Aber ansonsten, denke ich, könnte es eher sein, dass es noch schwieriger verkäuflich ist als eine herkömmliche Kommode, weil ein Privathaushalt heute diese Art der Notdurft nicht mehr realisieren möchte. Nicht wirklich. Am besten stünde es in einer historisch eingerichteten Residenz, also einem historischen Gebäude. Da kann es etwas erläutern. Und auch richtig stellen, weil die Schlossführer ja immer erzählen, die Leute hätten ihre Notdurft in Fensternischen verrichtet. Ja, ja. Weit gefehlt. Und der andere beste Ort ist, dass es bei Ihnen zu Hause steht und Sie sich daran freuen können, mit der Kostbarkeit Ihren Alltag zu verschönern. Wunderbar. Ja. Aber nicht zur Hausbar umbauen. Danke. Keine Angst. Warum nicht? Großlich. Das wäre zu vertiefen. Auf Wiedersehen. Okay. Genießen. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.